Nice. Was haben wir hier? Häuptling von Tiefhafen. Wir können sie kaum aufhalten. Warum erhört Herod unsere Gebete nicht? Ja, der kann nicht mehr, ne? Hey da, wenn du nicht vorhast, die Invasion zu bekämpfen, mach kehrt. Ja, überlass es mir. Ja, Horai. Das ist okay. Mach weg da. Weg da! So. Seid doch alle unterlevelt hier. Okay, da geht's her. Dann gehen wir da mal runter. Die müssten alle mal diesen, diesen neuen Anime hier gucken. Mit dem Mädel, was einfach bis Level 99 gelevelt hat. Was so erpicht da drauf. Was so richtig geil auf Leveling-Strategien ist. Der sagt auch immer: Ab in Dungeon alleine schön mit so einem XP-Talisman und gib ihm. Gönnung. Gönnung. So ist das nämlich. Okay. Das geht runter und hoch. Okay, dann gehen wir aber erstmal runter. Wenn es in beide Richtungen geht. Das sind ja wirklich Lappen, ne? Die sind halt nicht gut. One tap. Oh, eine Kiste. Nice. Nice. Nächstes Level. So, ja, wie gehen wir jetzt? Ich glaube, wir haben gesagt, wir gehen auf das Runenglut-Ding da, ne? Glaube ich das Beste. Glaube ich ist einfach das Beste. Wir gehen auf das Runenglut-Ding. Vielleicht könnten wir hier noch. Maybe könnten wir noch ein bisschen Schaden da rein skillen. Aber wir machen erstmal Runenglut. Wir haben ja auch noch zwei Level. Wobei, ja. Ah. Vielleicht sollten wir dann doch auf den. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen noch dann auf den Damage an dem Bereich halt leveln. Weiß ich halt nicht, ne? Mal gucken. Das ist schon ein bisschen Damage gewesen, würde ich behaupten. Okay. Der war schnell geworden. Komm. Also weg mit euch. Ihr setzt ja wirklich die Fallen um, wie die fliegen. Die müssen sich auch so denken. Ryan, warum? Hast du mal gesehen, wie der aussieht? Was der da tut? Junge, kämpft doch selber gegen den. So würde ich auf jeden Fall da sitzen, ne? Ich würde da vor dem Gott sitzen und würd den hier machen. Richtig gut. Richtig gut. Fallen einfach um, wie die fliegen. Ach ja. Schön. Und ich würde sagen, dafür spielt man einfach Mage. Einfach die Gegner umbolzen.
Und One Tap. Nice. Noch eine Truhe. Und noch eine Truhe. Sehr schön. Jetzt wahrscheinlich zurück. Ich reise jetzt einfach mal ein bisschen zurück. Mittlerweile sind Loading Screens und das ganze Jahr nicht mehr so krass. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben es endlich hinter uns. Wir haben es endlich hinter uns. Dieses ganze Ladezeitgedönsches und was weiß ich was. Immer Überlebende haben es rausgeschafft und sie alle reden von deinen Taten. Ich weiß ja nicht, wie du das geschafft hast, aber ich stehe zu meinem Wort. Ja klar, gar kein Problem. Sag Bescheid, wenn du soweit bist, dann brechen wir gegen Westen auf. Ich habe noch kurz was zu erledigen. Lass mich noch einmal kurz skillen. Jetzt müssen wir einmal kurz gucken. Ja, Elementardurchdringung mit Schaden über Zeit. Safe wollen wir das. Das ist halt Blitzfähigkeit. Ist halt ein bisschen doof, aber macht nichts. Oh. Trotzdem. Elementardurchdringung mit Schaden über Zeit. Heftigst. Das ist wirklich sehr gut. Can I help you? Ja. Ich bin soweit. Let's go. Don't lose your way. Don't lose your way. Geh nach Westen durch den Liatsee. Let's go. Let's go. Wir gehen zum Liatsee. Liath. Liath. Keine Ahnung. Zu einem See. Da ist ein Mage Tower. Da ist ein Mage Tower. Der muss gut sein. 19 Uhr. Perfekt. Jetzt gut. Lake is evacuated. Der See ist evakuiert. Du klingst enttäuscht. It means we won't see more carnage. Ah, my boy. My boy will Blut. Nice. Also Garel ist mir wirklich so ein bisschen ans Herz gewachsen. Ne? Als wir den das allererste Mal getroffen haben, war ja direkt die ersten paar Minuten und dann sind wir Garel begegnet. War immer noch so ein bisschen zass und so ein bisschen, boah, ne? Kam so ein bisschen aufdringlich auf. Aber jetzt mittlerweile ist er einfach mal Boy. Weil wir haben so viel gefightet, wir haben so viel allein gefightet. Und er weiß einfach, der weiß einfach einen guten Fight zu schätzen. There were rumors that there were mercenaries not far from here. Fellow men due to the will of a god. It's not right. Nein, es ist nicht. Ja, das verantwortungslos. Unbelievable. Ja, das wiederum, da kann man sich ja jetzt mal streiten. Grail and I spoke, and it seems wise to separate here. We will reunite in Thetima. Warum ist das klug? I'll ensure other towns are evacuated. Grail will investigate rumors of Raya enlisting mercenaries. Ah. Grail will fight. So sieht das aus. Look for Architect Liath in her tower. She may prove a useful ally. Okay, wer ist denn das? Nee. She's Lagon's highest servant, gifted with a portion of his power. Also, es gibt Champions und es gibt Diener jetzt plötzlich, die was ist der Unterschied zwischen Champion und Diener? Ist sie jetzt kein ist I don't know. Liath represents the connection between Lagon and his people. She answers for him ever since Lagon's grown unpredictable. Okay. Gut. Ja, dann gehen wir doch mal gucken. Falsche Richtung. Diese Richtung war richtig. Der gute Liatsee. Bulamanda. Ein Bulamanda. Also ich muss sagen, die Mobdichte könnte noch ein klein bisschen höher sein.
Die ist schon wirklich gut. Definitiv. Aber die könnte auch noch ein klein bisschen höher sein. So. Das würde auf jeden Fall, das würde Spaß machen. Was ist in diese Richtung? Was haben wir hier? Ah, hier haben wir noch ein paar von euch. Ah. Okay. Das ist auch cool gebaut, ne? Stirb. Dann gib wir uns einmal kurz den Kontrollpunkt hier sichern. Ich glaube, der war schon gesichert. Nevermind. Okay. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Wir müssen dann einmal hoch. Hallo, stirb. Danke. Einmal hier hoch. ...9300 Damage, ne? Warte, wir können das noch steigern, ne? Wenn wir den jetzt wirken... Ne, doch nicht. Dachte, wir könnten das noch mehr steigern. Gerade eben war da irgendwie... war da irgendwie so 8k. Oha, da ist einfach alles aufgelevelt. Geil. Oi. So, Fireball. Was müssen wir hier noch skillen? Hier müssen wir noch die Shredder-Chance nach oben. Mehr kritische Chance gegen entzündete Gegner. 25% pro Punkt. Wenn wir da 4 Punkte reinsetzen, haben wir 100% Crit-Damage. Mit Feuerballtreffern. So, hier haben wir alles reingeskillt. Rüstungsschredderchance. Ja, das hört sich auch nicht so schlecht an, ne? Schaden und Bereich nach oben. Wir skillen trotzdem erstmal hier rein. Noch mehr Verbrennung. Und hier natürlich noch mehr höhere Entzündungschance. So, hier haben wir jetzt alles in Bereich und so rein geskillt. Ah, Elementardurchdringung. Pro verbrauchter Rune. Das ist auch geil. Elementardurchdringung. Pro 3 Intelligenz. Wir haben nicht so viel Intelligenz, ne? Leider. Wir besitzen nur 17. Aber das wären auch schon mal dann... 1%. Bei 3 wären wir fast bei 6%. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Da unten ist so ein... Ich habe so das Gefühl, es geht da... Wir sollten noch einmal zurück und da unten durchgehen. I am sorry. Also hier unten einmal durch. Das könnte nämlich gut sein, dass es nochmal ein anderes Gebiet ist und da können wir uns noch einmal einen TP nehmen. Wenn da denn schon die Türe ist.
Gold einsammeln. Tack, tack, tack. Da, da, da. Ja, Etendel. Dann gehen wir doch mal noch nach Etendel. Einmal nach Etendel. Du, 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 du. Ah ja, guck mal an. Da ist nämlich ein... Das habe ich doch gewusst. Das habe ich gerochen, habe ich das. Dass da noch ein Nebenquest ist. Und man sich da wahrscheinlich noch so einen schönen Passivpunkt sammeln kann. Dann sammeln wir uns doch mal den Passivpunkt auch noch. Oh, wir kriegen immer keine Jahidbären mehr. Und eine Truhe noch. Ja, geil. Jungs, 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 Jungs. Das da ist jetzt aber völlig übertrieben, was für Damage dieses Ding macht, ne? Holy moly. Das ballert ja direkt Hälfte Leben weg. Oh, nice. Sehr schön. Haben wir hier noch was? Nee. Das hier fühlt sich aber so ein bisschen wie Map Reuse an. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir waren hier schon mal auf der Map. Oh mein Gott, die ist auch wieder riesig. Ne? Die ist auch wieder sehr big. Oh, Götze. Und weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Alright, yeah. Ja, ja, macht ihr nur. Macht ihr nur, macht ihr nur. Da gibt es noch einmal ein Level. Wenn wir den Bär besiegt haben. Wohin geht's? Gehe ich doch in den Damage rein? Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob wir hier so Runenglut, ob das wirklich so cool ist, ne? Wobei, das gibt auch 15%, ne? Und ist da nur 6. Das Wirken von Flammensturm erzeugt zu sich Runenglut. Unglück bei Tötung. Ja, komm. Wir gehen mal da rein. Ich weiß immer noch nicht so 100%. Okay, da ist so ein Ding, glaube ich, jetzt abgegangen, oder? Ich weiß auch nicht, wie sich das sammelt. Ich sehe nämlich auch nichts irgendwie, dass sich das sammeln würde oder so. Diese Runenglut. Aber da geht auf jeden Fall, da gehen so kleine Feuerbildchen davon ab. Ergo vielleicht ganz gut. Ah, eine Kiste. Komplett übersehen. Pferde mit. Ja. Noch eine Kiste. Oha. Kisten sind hier aber gut vorhanden. Gut, dass wir hier reingegangen sind, ne? Also, muss ich ja jetzt mal ganz ehrlich sagen. Eine sehr gute Entscheidung. Hier einfach reinzugehen. Ach, hier stehen auch noch welche rum. Und hier geht's auch noch so lang.
Hallo? Ah, wir sollen ihn hier besiegen. Bam! Bitte? Bitte? Nee. Schon gut, aber nicht so gut. Splitter nehmen wir mit. Da oben müssen wir noch hin. Die auch mal wieder, ne? Aber naja, ich will mich für heute nicht beschweren. Für heute haben wir schon echt geilen Stuff bekommen. Also, für heute ist wirklich, Nee. Das nehme ich dann doch mal so an. Das nehmen wir dann einfach mal so an. Du. Hallo, liebe Zeitgenossen. Naja, schreit ihr das nur weiter. Ach, da ist ja noch einer am Leben. Ja. Lass unseren Feuerball bald noch kritten. Einfach zu 100%. Das ist wirklich leicht insane, wie viel Damage wir mit dem Feuerball machen können, ne? Also, das ist, und dann noch nicht mal mit unserem Feuerball, sondern wirklich mit dem Kleinen hier. Ein paar Splitter aufsammeln, findet Belagerungsingenieure. Oha, was bist du denn für ein Boy? Und tschüss. Okay. Das war, schnell. Das war irgendwie schnell. Gut, da haben wir den TP. Ich glaube, da wird jetzt nicht mehr großartig was sein, oder? Was denkt ihr? Ach, komm. Wir untersuchen alles. Man weiß nie. Man weiß einfach nie. Könnte sein, dass sich dort dann der richtig geilste Loot der Welt versteckt. Man glaubt es natürlich nicht, aber versuchen muss man es. Ach, der widersteht Feuerschaden, der Boy. Hat er sich gedacht, er ist selten smart oder was? Gut. Dann gehen wir einmal nochmal da rein. Da. Diese Priester haben oft dieses Attribut, dass die Feuerschaden entgehen, ne? Habe ich das Gefühl.
Diese Lichtmagier von den Ospreys. Das ist ja weird. Mensch, Portal, haben Sie WhatsApp gelesen? Ich habe WhatsApp nicht gelesen, aber Fabian hat gemeint 19 Uhr. Von daher hingehend würde ich behaupten, das ist das, was dort stehen wird. Oder gibt es dort noch etwas anderes zu sehen? Ja. Ja, richtig feiner Boy. Hat natürlich erst gemeckert, als ich ihm gesagt habe, er soll mir Bescheid geben, ne? Ach, Mann. Aber wir haben sehr viele Materialien, also das ist, warum das sich hier zumüllt. War ja klar. Perfekt. Dieses Widerstehen von Feuerschaden, das gefällt mir ja eigentlich gar nicht. Oh, was ist denn da schön, Hundi? Hallo, Big Hundi. Na, wie geht's dir? Bist du ready für zu losen? Ja. Sehr schön. Und eine Kiste. Nice. So, wir müssten so langsam dann mal wieder an den Händler. Ja, das Evo-Schenk darf auch ein bisschen Mimimi machen. I mean, wo sie recht haben, haben sie recht. Oh, eine Truhe. Da war sogar mehr als in der Truhe von dem Hundi jetzt. Oh, auch noch ein dicker. Sehr schön. Nice. Aber auch direkt gone. War das... Waren wir hier schon? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich aber auch. Hallo. Ich bin jetzt hier. Ist das so? Oh, wo zum... Was ist denn hier? Ach, der hat wieder... Der hat wieder Feuerbeständigkeit hier. Okay. Also ich glaube, wir laufen richtig falsch. Ja, sehr schön. Nächste. Gut. Einmal passiv. Ja, da rein. Definitiv, hundertprozentig, ne? Schaden gegen gebrandmarkte Gegner. Mal der Täuschung verursacht mehr Schaden. Verursacht im Laufe der Zeit mehr Schaden gegen gebrandmarkte Feinde. Was ist ein gebrandmarkte? Markierte Feinde sind Feinde, die von Brand der Täuschung
Brand der Eindringlinge oder Brand der Unterwerfung betroffen sind. Deine Chance auf Elektrifizierung für diese Skalierung beinhaltet keine spezifischen Skalierungswahrscheinlichkeiten. Blablabla. Was für ein Brand? Ist das Brandmal der Täuschung? Und diese anderen Brandmäler? Brand des Eindringens und Brand der Unterwerfung. Was ist denn? Was sind das? Zauberschaden gegen Gebrandmarkte. Hä? Wie kann ich hier den Brandmarken? Ich will ja keinen Elektro-Damage drauf machen, weil Blitzfertigkeiten belegen die halt mit Brandmal der Täuschung. Ist noch eine andere Chance, die zu brandmarken? Brandmal. Okay, kriege ich noch irgendwie anders da so ein Brandmal drauf? Lass mal gucken. Macht der da nicht irgendwie sowas drauf? Nee, das da ist Flammenmeer. Brandmal. Nee. Ich glaube, das macht gar nichts, oder? Ich will es so wie immer nicht auch nie sagen. Ja. Nee, wir laufen ja, also das hat ja einen Sinn, ne? Wir laufen ja richtig falsch. Also wir laufen absichtlich in die falsche Richtung. Deswegen laufen wir ja richtig. Ne? Aber auch falsch, weil es ist ja die falsche Richtung. Das muss man, auch hier kein Brandmal. Auch hier kein Brandmal. Ja, klar. Ja, nur das ist halt mit Brand, aber Gebrandmarkte. Brandmal der Täuschung. Verstehe ich irgendwie gerade nicht so hundertprozentig. Vielleicht mal nochmal gucken, wenn. Vielleicht habe ich jetzt auch komplett das Falsche geskillt. Und muss da vielleicht wieder umskillen, weil das wirklich nur für Elektro-Dings gilt. Aber ich habe es jetzt erstmal so gelesen, dass das so passt. Huch! Das war eine große Grabbel. Auch Götzen. Nice, und sogar ein Götze dabei, den man vielleicht gebrauchen könnte. Oder auch nicht. Ich kann die Götzen nicht aufnehmen. Holy, was sind das für ein Götze? Für Totems? Rossekrabbel, ja? Nee. Ich kann die aufnehmen. Ich war nur irgendwie so weit weg davon, oder was? Naja, wir wollen definitiv eine Stadt. Definitiv. Okay, mal hier runter. Große Grabe Pizza ist die Pizza. Ich und mich. Feuerschaden.
Sei doch wie ein ganz normaler Gegner, bitte. Und nicht weniger Feuerdamage. Das wäre ganz cool. Sehr schön. Platzen wirklich sehr gut. I like it. Weg mit den Boys. Wie lange die D&D-Story ist, die ich mache, was meinst du damit? Kann ich das sortieren? Kriege ich die da noch? Nee, die kriege ich natürlich nicht mehr mit rein, ne? Erhöhtes Tempo und Distanz mit Flammenrausch. Auch ganz cool. Nichts, was wir brauchen. Oh! Ich glaube, die Mana-Regeneration brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr so wirklich, ne? Wir ziehen das da mal an. Eine coole von über 255 Seiten! Level 1 bis 15. Wie heißt die? Wie heißt die? A man of many pockets. Oh, nochmal eine schwarze Krabbe. Und eine tote Krabbe. Nice. Ah, ja. Ja, die hat, glaube ich, aber auch noch... Warte mal kurz. Ich glaube, maybe habe ich die sogar. Ich glaube, die habe ich sogar. Bin nicht so hundertprozentig sicher. Ich guck mal gerade. Die Story. Die Prince of the Apocalypse. Nee, habe ich nicht. Nevermind. Die war aber mal in meinem Auge. So, ne? Habe ich Auge gemacht. Auf die Story. Habe ich definitiv Auge gemacht. Ich will wieder das Ding hier finden. So. Weiter geht's. Warum sollte ich die machen? Ich bin nicht so hundertprozentig. Ich weiß nicht. Geht die. Mach ich auch. Was machst du? Ach so. Ah, für deine. Ja. 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 Also. Kannst du gerne Auge drauf machen. Ja. Ansonsten, was auch noch sehr anfängerfreundlich ist. Wenn du dir mal, wenn du dir mal anguckst, es gibt so eine, es gibt so ein Zeitding, so ein Zeitstrahl von wann die D&D-Abenteuer rauskamen, also von hier richtig D&D. Und das allererste, was dort rauskam, ist auch sehr anfängerfreundlich, glaube ich. Das da heißt. Für den Fall, dass Saya kein Irm sein will, hört sich an, als hätte ich mal Bock gehabt. Fabian, du kommst da jetzt aber nicht mehr raus. Also die Story wird fertig gemacht, das ist dir klar. Ne? Das ist dir klar. Das ist vorbei. So, ne? Das ist, einmal DM, immer DM. Oder so. Irgendwie sowas.
Welche hatte ich gehabt? Mann. Das war auch nicht die. Kann man hier nicht irgendwo seine eigenen sehen? Welche ich habe? Wo kann ich mir anzeigen lassen, welche meine sind? Marketplace. Store. Order History. Ja, da kann ich aber nur gucken, was ich geordert habe. Horde of the Dragon Queen, glaube ich, war... Horde of the Dragon Queen war, glaube ich, das, was ich geholt habe. Was auch noch ziemlich geil war. Horde of the Dragon Queen. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Aber ist auch sehr anfängerfreundlich und geht auch so ein bisschen. Zumindest so ein bisschen. Na, diese Partei ist, wenn du ready bist, Patrick. Nee, nee. Er darf dich ablösen, wenn deine vorbei ist. Das darf er, ja. Machen wir es doch so rum, hä? Klingt doch viel besser. Turmhütte. Aufgrund eines Invasionsbesuchs ist der Zutritt zum Turm der Architektin zurzeit untersagt. Sie bittet um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Okay. Okay. Wir kommen gerade nicht rein. Weil Invasionsbesuch. Gut. Dann kommen wir ja nicht drum rum, hier noch so ein paar Ausbricks zu töten. Huch! Hallo, rachsüchtiger Belagerungsgolem. Tschüss, rachsüchtiger Belagerungsgolem. Achso, ja, schon wieder. Mein Inventar ist halt wieder brechend voll. Dann ist das schon wieder so ein Ding so. Kommen die jetzt hier die ganze Zeit? Ich habe so das Gefühl, ja. Ne, da geht's. Da wird es, glaube ich, auch noch weitergehen. Ich gehe mal kurz. Sprich mit der Architektin. Ach, wir haben fertig. Ich gehe mal trotzdem kurz hin und lagere meine Sachen ab. Und dann machen wir. Dann machen wir das hier noch kurz fertig. Und dann ist Schluss für heute. Solange du im Leben kannst, alle 3 bis 4 Wochen eine Runde D&D zu machen, gerne. Ja, das wird ja mehr sein. Das wird ja mehr sein. Das wird ja mehr als eine Runde D&D sein. Wenn Patrick seine dann auch noch anfängt, dann sind das ja alle 2 Wochen. So. Jetzt bin ich gerade verwirrt gewesen. Warte, wir müssen nach... Wir haben hier gar nichts, ne? Dann gehen wir mal nach Tiefhafen. Da war was zum Verkaufen, glaube ich. Wollen wir immer so abwechseln. Kommt meine Story, Patricks Story, deine Story, eine Woche Pause und dann wieder meine Story. So, dann machen wir das genauso. Da unten ist der Boy zum Verkaufen. Und wir müssen auch noch einmal an die Truhe. Denn wir haben ja noch Götzen bekommen. Wie doof. Sehr schön. So, dann haben wir hier erhabenen Stuff noch. Ein Unique. Und all das andere Zeug ist, glaube ich, Ramsch und kann eh verkauft werden. Also, hello. Zack. Einkaufen, ja. Nur nicht einkaufen, sondern verkaufen. Schwarzes Loch wird erhöht. Auch cool. Weg damit. Ich glaube, die Boots, das können wir auch lassen, ne? Schergenschaden. Wer will den Schergenschaden haben? Das da könnte man zerlegen. Hallo?
Danke. Erhöhter Feuerschaden. Hallo? Hallo? Erhöhter Feuerschaden. Nee, wir machen das hier. Zermetten die, holen noch ein bisschen, holen keine Feuerschaden raus, aber eine Stufe von vulkanischer Kugel. Hallo? Hallo? Ach. Einkaufen, zack, zack, weg damit. Sehr schön. Ja, es wird seine D&D-Story alle 4 Wochen spielen. Ja, wäre ja dann quasi der Fall, ne? Wäre ja dann quasi der Fall. Wenn meine kommt, deine kommt, Fabians kommt, eine Woche Pause, dann würde ja wieder meine kommen, deine kommen und dann wäre wieder, dann wäre wieder Fabian dran. Also, basically, fast 4 Wochen. Sag mal, es waren ja 3. Es waren ja 3 bis 4, also 3 Wochen. Zu machen. So, was hat die Liebe denn zu sagen? Diese komische Architektin da. Hoffen wir, sie sagt nicht, geht euch ertränken, denn wir können nicht schwimmen. Echt viele machen. Okay. Hey, ich glaube, die muss wieder kommen, ne? Oder ich habe gerade einfach hart das gebackt. So wie immer. So wie immer, wenn es darum geht, dass was funktionieren sollte. Und dann funktioniert es erstmal nicht. Junge, 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 Junge. So. This has gone on long enough. Be gone! Okay. Yes. Ah. Hi. I see you helped clear out the rabble down here. I thank you for your effort. Da muss ich meinen Turm trotzdem verlassen, was? Okay, wieso? Die Angriffe werden immer heftiger. Wenn das so weitergeht, muss Lagon davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich muss mich ebenfalls mit ihm unterhalten. Nein, das musst du nicht. Wenn du ihm Gebete überbitteln willst, kann ich das ebenso gut. Und das muss warten, bis die Krise ausgestanden ist. Sorry, aber das sind keine Gebete. Wie wäre es, wenn du in Tetima Zuflucht suchen und dich hier nützlich machen würdest? Mich nützlich machen? Bevor ich den Turm verlassen habe, konnte ich meine Akten nicht sichern. Ich hatte keine Zeit, sie zu sammeln. Okay. Wenn du uns unterstützen möchtest und das damit verbundene Risiko nicht erreichst, würde ich es sehr begrüßen, wenn du die Akten retten und einem meiner Assistenten in Tidima bringen könntest. Okay. Okay. Wenn du sonst nichts zu tun hast, empfehle ich dir umgehend in Tidima Zuflucht zu suchen. Ich werde mich zu einem späteren Zeitpunkt gebührend für deine Hilfe bei dir bedanken. Also bevor ich gehe, Herod ist tot. Oh, das ist äußerst besorgniserregend. Noch kein Grund, warum ich so schnell wie möglich mit Lagon sprechen sollte. Keine Sorge, ich werde mich darum kümmern. Du kannst dich nicht um den Tod eines Gottes kümmern. Das wage ich jetzt einfach mal schier weg zu bezweifeln. Aber ist okay. Dann geh halt. Mann, ist die busy. So. Es ist hier hinten noch. Und was ist das da? Warum leuchtet das auf? Betritt Lias Turm. Achso, jetzt sollen wir ins Türmchen rein. Gut, okay. Dann, actually, machen wir hier wahrscheinlich Schluss. Also nicht nur wahrscheinlich, wir machen hier Schluss. Und dann geht's das nächste Mal in das Türmchen rein. Jetzt ist ja anscheinend offen, oder was? Ja. Okay, warte. Du hast die Erlaubnis erhalten.
Was die Erlaubnis erhalten, den Turm der Architekten zu betreten. Aufgrund von Umständen, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir keine Haftung für Schäden übernehmen. Einen schönen Tag noch. Wer helfen möchte, die Aktien der Architekten befinden sich noch immer in ihrem Turm. Gefundene Aktien sind bitte einem der Assistenten der Architektin in Team zu geben. Okay, gut. Dann einmal Spiel verlassen. Ja, das war dann zwar eine recht kurze Session, aber das macht ja nichts. Wir haben auf jeden Fall Aktien. Ja, Akten. Ja. Nee, das sind Aktien. Die hat Aktien dort liegen, okay? Das sind Akten, die Aktien auf einen Assistenten in Tetima haben. So, irgendwie sowas in dem Dreh. Hundertprozentig. Also, die haben Aktien in irgendwas, diese Akten. Deswegen sind das eigentlich Aktien. Basically. Das hat eine Logik. Okay? Das hat eine Logik. Wir haben übrigens auch 4 Level wieder gemacht. Das ist krass. Obwohl wir nur gerade, ich glaube, so an die 2 Stunden am Spielen waren, wenn überhaupt. Das ist echt cool. Ja. Heute halt kürzer, weil D&D. Vielleicht nachher nochmal. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende weiterhin. Für alle, die das nicht am Wochenende gucken, ja, schönen Abend, Nacht, Tag, Mittag. Ich weiß nicht, wann ihr es guckt. Wir sehen uns das nächste Mal. Und ihr habt euch wohl und vielleicht sogar noch besser. Und bis dann. Tschüss. Bye, bye.